Der Wunderbaum, ein rumänisches Märchen, das an den alten Mythos vom Weltenbaum erinnert, den einst der Göttervater bestieg, um nach 9 Tagen die Magie und Weisheit der Runen zu finden. Ein Hirtenjunge erblickte eines Tages, als er die Schafe weidete, auf dem Feld einen Baum. Der war so schön und groß, dass er lange Zeit voll Verwunderung vor ihm stand und ihn staunend ansah. Er bekam Lust, hinzugehen und hinaufzusteigen. Das war nicht einmal schwer, denn die Äste des Baumes waren wie Sprossen an einer Leiter gewachsen. Er zog seine Schuhe aus und stieg hinauf und stieg weiter und immer weiter. Er vergaß die Zeit und kletterte immer fort. 9 Tage waren um, und da sah er ein weites Feld. Er schaute in der Ferne kupferfarbene Paläste und hinter den Palästen einen großen Wald mit kupfernen Bäumen. Auf dem höchsten Baum saß ein kupferner Hahn. Unter ihm war eine Quelle von flüssigem Kupfer, die sprudelte immerfort. Und das war das einzige Geräusch. Sonst schien alles wie tot. Niemand war zu sehen und nichts regte und rührte sich. Als der Junge alles gesehen hatte, brach er sich einen kleinen Zweig von einem der kupfernen Bäume, um ihn mitzunehmen. Weil seine Füße vom langen Steigen müde waren, wollte er sie in der Quelle erfrischen. Er tauchte sie ein, und wie er sie herauszog, so waren sie mit blankem Kupfer überzogen. Schnell kehrte er zurück zum großen Baum. Er schaute hinauf. Der reichte noch hoch in die Wolken, und kein Ende war zu sehen. Da oben ist es vielleicht noch schöner, dachte er, und stieg nun abermals 9 Tage aufwärts, ohne dass er müde wurde. Und siehe, wieder kam er an ein offenes Feld, auch da waren viele Paläste, aber von lauterem Silber, und hinter den Palästen war ein großer Wald mit silbernen Bäumen, und auf dem höchsten Baum saß ein silberner Hahn. Unter dem Baum war eine Quelle mit flüssigem Silber, die sprudelte immerfort. Und das war das einzige Geräusch. Sonst lag alles wie tot, und niemand war zu sehen, und nichts regte und rührte sich. Als der Junge alles gesehen hatte, brach er sich wieder einen kleinen Zweig von einem Baum und wollte sich an der Quelle die Hände waschen. Wie er sie aber herauszog, waren sie von blinkendem Silber überzogen. Rasch kehrte er zurück zum großen Baum, der reichte immer noch hoch in die Wolken, und es war noch kein Ende zu sehen. Da oben muss es noch schöner sein, dachte er, und stieg abermals 9 Tage aufwärts. Und siehe, da war er im Wipfel des Baumes. Und wieder öffnete sich ein weites Feld. Da standen goldene Paläste vor einem Wald mit goldenen Bäumen und einem goldenen Hahn. Unter ihm war eine Quelle mit flüssigem Gold. Der Junge brach sich einen Zweig und ließ seine Haare ins sprudelnde Gold hineinfallen. Als er sie aber herauszog, waren sie übergoldet. Alles war still. Er setzte seinen Hut auf und kehrte zurück zum großen Baum und stieg nun in einem Fort wieder hinunter und wurde überhaupt nicht müde. Als er unten auf der Erde angelangt war, zog er wieder seine Schuhe an
und suchte seine Schafe. Doch er sah von ihnen keine Spur. In weiter Ferne jedoch erblickte er eine große Stadt. Jetzt merkte er, dass er in einem anderen Lande war. Was war zu tun? Er entschloss sich, in die Stadt zu gehen und sich dort eine Arbeit zu suchen. Zuvor jedoch versteckte er die drei Zweige in seinem Mantel. Die Zipfel seines Mantels schnitt er ab und machte sich Handschuhe, um seine silbrigen Hände zu verbergen. Als er in der Stadt ankam, suchte der Koch des Königs gerade einen Küchenjungen und konnte keinen finden. Da kam ihm der Junge über den Weg. Er fragte ihn, ob er um einen guten Lohn Dienst bei ihm nehmen wolle. Der Junge war einverstanden, unter einer Bedingung, dass er seinen Hut, den Mantel, die Handschuhe und die Stiefel nie ablegen müsse, denn er habe einen hässlichen Hautausschlag. Das war dem Koch nicht ganz recht. Allein, weil er sonst niemanden bekommen konnte, musste er einwilligen. Er dachte sich, du kannst ihn ja immer nur in der Küche verwenden, damit niemand ihn sieht. So ging das eine Zeit lang. Der Junge war sehr fleißig und tat alles, was ihm der Koch auftrug, so zuverlässig, dass ihn dieser immer mehr schätzte. Eines Tages erschienen Ritter und Grafen am Hof, die um die schöne Tochter des Königs freien wollten. Die saß oben auf einem spiegelglatten Glasberg und würde dem die Hand reichen, der es schafft, dort hinaufzukommen. Viele hatten es schon versucht, aber vergebens. Sie waren alle noch weit vom Ziel ausgerutscht und hatten sich Arme und Beine und sogar den Hals gebrochen. Der Küchenjunge bat den Koch, dass er ihm erlauben möge, von Ferne zuzusehen. Der Koch wollte es ihm nicht abschlagen, weil er so treu und fleißig war, und sagte nur, »Halte dich aber versteckt, damit man dich nicht sieht.« Das versprach der Junge und eilte in die Nähe des Glasberges. Da standen schon die Ritter und Grafen in voller Rüstung mit Eisenschuhen, und sie fingen bald an, der Reihe nach hinaufzusteigen. Aber keiner gelangte auch nur bis zur Mitte. Sie stürzten alle herab und manche blieben sogar tot liegen. Nun dachte der Junge bei sich, wie wäre es, wenn ich es auch versuche? Er legte Hut und Mantel und Handschuhe ab, zog seine Stiefel aus und nahm den kupfernen Zweig in die Hand. Er witschte durch die Menge und ehe ihn jemand bemerkt hatte, stand er am Berg. Die Ritter und Grafen wichen zurück und sahen ihn staunend an. Der Junge aber machte es wie bei dem himmelhohen Baum. Er schritt einfach hinauf, ohne Furcht. Das Glas gab unter seinen Füßen nach wie Wachs und ließ ihn nicht ausrutschen. Als er oben ankam, sah er die Königstochter, übergab ihr mit einer Verbeugung das kupferne Zweiglein, kehrte aber sogleich um und stieg wieder hinab, fest und sicher. Als er unten angekommen war, redete er mit niemandem, verschwand in der Menge und lief zu seinem Versteck. Er legte wieder seine Sachen an und kehrte zurück in seine Küche. Bald darauf kam auch der Koch und erzählte dem Jungen, was sich da am Glasberg zugetragen hatte. Ein schöner junger Mann mit kupferfarbenen Füßen, silbernen Händen und goldenen Haaren hatte es geschafft, den glatten Berg zu besteigen und der Prinzessin die Hand zu reichen. Er fragte den Jungen, ob er das auch gesehen habe. Der Junge sagte,
Nein, das habe ich nicht gesehen, denn ich war es ja selbst. Der Koch aber lachte nur und erwiderte im Scherz, na, dann wäre ich auch ein großer Herr. Die Tage darauf wollten es wieder einige Grafen und Ritter versuchen. Und wieder schaffte es nur der Junge auf den spiegelglatten Berg. Er überreichte der Königstochter zuerst den silbernen und darauf auch den goldenen Zweig des Wunderbaums. Aber am dritten Tag bot er ihr auch die rechte Hand, und sie ergriff sie mit Freuden und wäre gern mit ihm den Berg hinabgestiegen. Der Junge aber löste sich von ihr und stieg allein hinunter und war schnell wieder unter der Menge verschwunden. Er legte seine Kleider an und eilte zurück an seinen Platz in der Küche. Der König aber und die Königstochter waren sehr traurig, dass der schöne Junge verschwunden war und nicht erscheinen wollte. Da ließ der König ein Gebot ausgehen, dass alle jungen Burschen aus seinem Reich barfuß, ohne Kopfbedeckung und ohne Handschuhe vor dem König der Reihe nach vorübergehen und sich zeigen sollten. Die Jungen kamen aus allen Teilen des Landes und gingen am König vorüber. Aber der Rechte, nach dem man suchte, war nicht unter ihnen. Der König ließ darauf fragen, ob sonst kein Junge mehr im Reich wäre. Der Koch ging sofort zum König und sprach: Herr, ich habe noch einen Küchenjungen bei mir, der mir treu und redlich dient. Der ist es aber gewiss nicht, nach dem ihr sucht, denn er hat einen hässlichen Hautausschlag und er trat nur unter der Bedingung zu mir in den Dienst, dass er Handschuhe, Mantel, Hut und Stiefel nie ablegen müsse. Der König aber wollte sich überzeugen und die Königstochter freute sich im Stillen und dachte, ja, der könnte es sein. Der Koch musste da bleiben. Ein Diener brachte den Küchenjungen herein, der sah aber ganz schmutzig aus. Der König fragte, bist du es, der dreimal den Glasberg erstiegen hat? Ja, das bin ich, sprach der Junge, und ich habe es auch meinem Herrn immer gesagt. Dem Koch war, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, und er brachte kein Wort hervor. Endlich fand er die Sprache wieder und sagte, aber wie kannst du hier so reden? Der König aber wandte sich von ihm ab und sprach zum Jungen, wohlan, zeige dein Haupt, deine Hände und Füße. Der Junge legte langsam seine Kleider ab und stand da in voller Schönheit und reichte der Prinzessin die Hand. Und sie drückte sie und war glücklich. Die beiden wurden ein Paar. Der König richtete eine prächtige Hochzeit für sie aus und sie wurde groß und lang gefeiert. Der König, der schon älter war, übergab sein Reich dem Jungen. Glaubst du nun, dass ich es war, der dreimal den Glasberg erstiegen? Fragte der Junge den Koch. Jetzt sehe ich es, sprach der Koch und bat um Verzeihung. Nun, so sollst du auch ein großer Herr werden, wie du hofftest, und über alle Köche im Reich die Aufsicht führen. Die junge Königin wollte von ihrem Gemahl wissen, woher er die drei Zweige und seinen Glanz habe. Das will ich dir zeigen, Liebes. Er ging mit ihr noch einmal an die Stelle, wo der Baum gestanden hatte, damit sie selbst mit ihm hinaufsteigen und alles mit eigenen Augen sehen könnte. Allein, als er an die Stätte kam, war der Baum verschwunden und kein Mensch hat je wieder etwas von ihm gesehen. Das war die Geschichte vom Wunderbaum.